Erstes Heimspiel in diesem Jahr für Muratec und Lichtenberg 47 gegen den Greifswalder FC. Danny König heute ohne Roland Kroos an der Seitenlinie. Der Teamchef erholt sich noch von einer OP. Nieselregen knapp über dem Gefrierpunkt nach 25 Minuten. Die erste Chance für Greifswald. Kowal sucht Krolikowski, findet aber Olo. Beide Teams tun sich bislang offensiv schwer. Die Gäste aus dem Norden ohne Kakpo und Benjamina. Halbe Stunde gespielt, Ecke Lichtenberg, Brando. Und im Rückraum Ade Kunle in den Berliner Nachthimmel. Ade Kunle, einer von 4 Neuen nach dem 2:3 gegen den BFC vor 5 Tagen. Die 320 Zuschauer werden bislang nicht verwöhnt in Durchgang 1. Danny König und sein GFC sogar noch ohne Torschuss. Zweite Halbzeit, Lichtenberg beginnt druckvoll. Brando, One-Touch, hinter die Kette. Und da ist Grüneberg. Auch im Nachschuss scheitert Grüneberg an Kamenz. Greifswald mit 5 Punkten aus 3 Spielen, die 65. Minute. Granatowski, einer von 3 Neuen im Winter, mit Zweitligaerfahrung. Kowal, Weiland mit dem Auge für Richardson, vor Bayern Wollert, Jojo Richardson. 1:0 für Greifswald. Dieses Tor kam aus dem Nichts. Die Führung für den Aufsteiger mit dem ersten Torschuss. Weiland schickt Richardson und Ovčárek hebt das Abseits auf. Stark wie Richardson an Wollert vorbeigeht und dann muss er ihn nur noch einschieben. Es ist das 3. Tor in den letzten 5 Spielen für den 21-jährigen US-Amerikaner. 30 Sekunden nach Wiederanpfiff. Reaktion Lichtenberg. 4 Niederlagen setzte es in Folge. Olo. Und dann im Rückraum Grüneberg. Was für ein Hammer. 1:1. Blitzreaktion der 47er. Lichtenberg belohnt sich. Mehr Spielanteile bis hierhin. Nach Gelb-Rot-Sperre Grüneberg wieder in der Startelf. Es ist sein erstes Saisontor. Und er schweißt den Ball direkt unter die Latte. Kamenz chancenlos. Ein Tor zum Genießen. Klasse Schusstechnik des Lichtenberger Urgesteins. Kam 2014 von Optik Rathenow zu den Ostberlinern. Die zweite Halbzeit hat noch mehr zu bieten. 4 Minuten nach dem 1:1. Die 70. Minute. Wieder Grüneberg. Starkes Tackling von Julian Rüff verhindert hier den Rückstand aus Sicht des GFC. Hektische Phase jetzt in diesem Spiel. Schlag auf Schlag. 2 Minuten später. Vorstoß der Gäste. Granatowski. Auf Weiland. Und der mit ganz viel Raum. Ganz viel Raum. Weiland geht zu Boden. Michael Wilske gibt den Strafstoß. Ungläubigkeit bei den Lichtenbergern. Aber ja, da war ein Kontakt. Olo unnötigerweise mit dem Arm dran, schiebt und Weiland nimmt den Kontakt natürlich gerne an. Maxim Kowal, der einstige Halberstädter, tritt an gegen Niklas Wollert. Einmal traf Kowal schon für Greifswald. Zuletzt scheiterten Emre Demir und Christopher Theissen an Wollert und heute auch Kowal. Wollert hält den Punkt fest. Entscheidet sich spät, hat die richtige Ecke. Kowal mit der Innenseite trifft den Ball nicht ideal. Die letzte Aktion gehört Greifswald. Es wird nochmal brenzlig für 47. Granatowski, sehr auffällig heute. Auf Fahr. Mit der Reingabe auf Schneider. Kam im Winter ablösefrei von Union Berlin. Hat hier den Sieg auf den Fuß. Doch Wollert ist da. Lichtenberg-Greifswald 1:1. Ich habe tatsächlich diesmal im Moment entschieden. Wir bereiten uns meistens darauf vor. Es hat jetzt aber einer geschossen, der bisher noch nicht geschossen hat. Und ja, war diesmal gut, dass es die richtige Ecke war.
Ja, also Niklas ist ja ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Er ist einer der besten Torhüter in der Liga und für mich jetzt nicht überraschend, dass er mal einen Elfmeter hält. Freuen wir uns natürlich auch für ihn, na, dass er da auch nochmal einen Schub da kriegt und für uns dann wichtig werden kann. Ja, und zu Greifswald, das ist ja nicht die Aufsteigermannschaft, ne? Also die Aufstiegsmannschaft. Da sind ja etliche Profis mit bei und ich glaube, es ist schon eine ordentliche Truppe, muss ich sagen, ja. Ja, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Erstes Spiel für uns gewesen. Ja, wir sind trotzdem positiv, bleiben positiv und gehen voran. Nach 4 Niederlagen in Folge unterstreichen die 47er ihre Heimstärke, sichern sich einen Punkt dank Wollert und Grüneberg.